Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Bobs Mod Setup. Und wir sind hier unten bei unserer Stromproduktion, denn momentan haben wir genug, aber wenn wir schauen, wo wir waren, hier, da waren wir ziemlich knapp mit dem, was wir verbraucht haben. Und das war zu der Zeit, als unsere neue Schaltkreisproduktion auf Hochtouren lief und wir hatten keine Forschung. Das heißt, wenn wir auch noch Forschung haben, dann sieht es düster aus. Drum denke ich, machen wir doch hier einfach mal doppelt so viel. Ich müsste dann hier auch noch irgendein Verbindungsstück haben. Und dann sollten wir zumindest fürs nächste Mal genügend Strom produzieren. Und heute wollen wir uns um die Wissenschaftspakete kümmern. Wie wir die Hier haben wir sie etwas stümperhaft oder provisorisch aufgestellt. Und dem wollen wir doch nun abhelfen. Das kann ich hier drauflegen, brauche ich nicht mehr. Und zwar, denke ich, werden wir die Labore hier in dieser Gegend hier aufbauen. Und das heißt, wir werden in etwa hier die gelben Fläschchen produzieren. Ich habe das auch schon mal ausgerechnet. Wenn wir ein Fläschchen pro Sekunde haben wollen, dann brauchen wir 10 Maschinen und eine, die uns die Zahnräder dazu produziert. Sollte also nicht allzu schwer sein. Vorausgesetzt, ich habe die benötigten Maschinen, welche ich wie meistens nicht habe und nicht mal die Materialien, die ich dafür brauche. Wie sieht's aus? Brauche ich auch noch Kupfer. Auch das können wir bekommen. So. Dann brauchen wir ja eigentlich die Ableitungen da nach unten nicht mehr. Denn die waren ja nur da, um uns behelfsmäßig über die ersten paar Forschungen wegzubringen. Und dann können wir jetzt das alles wegräumen. Auch die Eisenbänder kommen weg. Und wir räumen das erste Provisorium hier mal auf. So. Und dann machen wir auch hier die Untergrundbänder weg. Das Band werden wir auch nicht mehr benötigen. All die gelben Fläschchen
Und die Labore. Denn die Labore, die können wir gleich verwenden, um das neue Labor-Setup da oben aufzubauen, bis dann unsere unsere Maschinen, unsere Montagemaschinen fertig geworden sind. Und ja, wir werden noch nichts forschen. Wir werden wahrscheinlich hier 2 oder 3 Bänder haben. Und dann machen wir das einfach mal so. Und ziehen den Strom hier runter und da rüber. Und machen wir mal so. Da kommen noch 2 Bänder so hin. Machen wir das so. Und dann können wir hier mal mit der Produktion für die gelben Fläschchen beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 fehlen noch. Die hier. Die legen wir hier hinten raus. Und zwar so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Natürlich habe ich mich wieder verzählt. Wie soll es auch anders sein? So, hier oben fehlt noch eine. Und dann der obere, der soll kurz knicken. Nicht, dass es was ausmacht. So, und hier machen wir Zahnräder. Und das biegen wir hier nach oben. Und dann haben wir hier den Eingang. Das heißt, hier benötigen wir Eisen. Das bekommen wir von hier unten. Und dann brauchen wir noch Kupfer, nicht wahr? Das legen wir hier hoch.
Und dann müssen das lange Greifarme sein. Immer die äußeren beiden. Und da geht Kupfer ran. Dann verlängern wir die Bänder, die wir haben. Ist da ganz nach außen. Und was machen wir dann nicht? So, sondern führen das hier ran. Und dann brauchen wir hier noch Strom. Und weil das alles die kleinen sind, brauchen wir ein paar Strommasten mehr. Und sobald wir das dann hier drüben angeschlossen haben und auch hier das letzte Förderband verbunden haben, haben wir gelbe Fläschchen. Die kann ich mal hier reinlegen. Und wie wir sehen, die Produktion funktioniert. Nun, die roten Fläschchen, die sind etwas komplizierter, aber nicht viel. Und das ist im Wesentlichen das gleiche Rezept, wie wir es in Vanilla haben. Außer statt gelben Fließbändern haben wir Basic Fließbänder. Gibt sich da nicht allzu viel. Und wenn wir das jetzt so machen, dann haben wir das alles beisammen. Hier könnten wir so eine... wahrscheinlich macht das nicht mal ein... Doch, 2 versus 1. Die haben ein Herstelltempo von 0,25. Okay. Gut. Das heißt, dieses Setup ist etwas komplexer. Da brauchen wir 12 von den Maschinen. Und die legen wir dann hier ran. Das heißt, wenn wir das Ganze rückwärts bauen, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus 2, und hoffentlich geht es diesmal auf. Da brauchen wir Input. Ich denke, das können wir auf ein Band legen. Haben wir das hier so.
Was brauchen wir als nächstes? Die Förderbänder. Die Förderbänder, Eisenplatten und die Zahnräder. Und weil wir die Zahnräder auch für die Greifarme brauchen, machen wir die Zahnräder ganz hinten. Wie viel brauchen wir davon? Da brauchen wir einmal Fließbänder und Eisen führen wir hier ran und die Zahnräder kommen da oben rüber. Und dann hier machen wir die Greifarme. Die knicken wir hier raus. Und da haben wir dann die Zahnräder. Wenn wir das so machen, haben wir auch gleich Eisen mit dran. Gut. Und dann brauchen wir hier die Schaltkreise. Die knicken wir auch gleich rein. Und das hier. Geht sich das aus? Geht sich das aus? Ja, ich glaube, dann haben wir alles. Hier brauchen wir dann Holz. Hier brauchen wir Kupfer. Ah, und die Zahnräder. Zahnräder, da brauche ich zwei Maschinen davon. Und das können wir hier unten herstellen. Zahnräder knicken wir einmal von links, einmal von rechts und hier kommt das Eisen ran. Gut, nun ist es letztendlich nur noch eine Frage, hier alles anzuschließen und dann mit Strom zu versorgen und dann haben wir die roten Fläschchen. Und können weiter forschen. Beinahe geschafft. Wir müssen hier nur noch das Holz anschließen. Und dann sollten wir zumindest alles haben, was wir brauchen. Die Förderbänder liegen schon drauf. Und für die Greifarme, da fehlen nur noch die Schaltplatinen. Und denen fehlt es an Holz und anscheinend Kupfer, weil noch ein Förderband fehlt. Aber das Setup haben wir ja bereits ein paar Mal gemacht. Die gelben Fläschchen sind inzwischen vollgelaufen oder zumindest das Förderband ist vollgelaufen.
Und sobald hier dann Kupfer anlegt, müssen wir auch bald sehen, wie der Rest anläuft. Und sobald die ersten Fläschchen dann hier hinten in der bei unserer Forschung ankommen, können wir uns auch überlegen, was wir denn als nächstes forschen wollen. Da kommt das erste rote Fläschchen, wird gleich vom Förderband gegriffen und reingelegt. Das heißt, nun haben wir eine breite Palette an Forschungen, die uns offen steht. Und da uns die Klippen im Weg sind für unseren Bus, denke ich, werden wir da in die Richtung uns mal bewegen. Und hier offenbar einfach mal in die entsprechende Richtung gehen. Den werden wir brauchen. Nicht. Den haben wir. Die Motoren. Die. Aus. Was brauchen wir sonst noch? Die Fässer. Die Fässer. Wir brauchen die Fässer. Dann das hier. Schwefel. Und dann kommen wir da in die Nähe von Sprengstoff. Aber das wird ein Weilchen dauern, bis wir da so weit sind. Bis das geschehen ist, werden ihr auf die nächste Folge warten müssen. Und in der Zwischenzeit kann ich hier unten noch den Rest aufräumen, den wir da von unserem behelfsmäßigen Setup mal hingebaut haben. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.